Herzlich willkommen zurück zu The Banner Saga. Und ja, wir sind derzeit unterwegs. Und Eva ist der Meinung, weit genug für heute, finde ich. Nach einem Tag voller Elend lassen Männer und Frauen unter dem Götterstein Ritwaldürs ihre bescheidenen Habseligkeiten fallen. Was machen wir jetzt? Wir haben unsere Häuser im Stich gelassen, weil plötzlich Wüter aufgetaucht sind. Das Oberhaupt ist meinem Rat gefolgt. Doch nun sieh, was es davon hat. Sieh dir diese Leute an. Irgendwer muss sie zusammenhalten. Und zwar du, Rogue. So, die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Wie soll ich das denn anstellen? Aber du bist doch hier wieder schlechter. Und was tun, falls wir noch mehr Wütern begegnen? Das wird passieren. Um ehrlich zu sein, diese Leute können nicht mit Wütern fertig werden. Ich nehme an, dass wir für jede besiegte Schlacke zwei Verluste haben. Also fliehen wir? Nur wenn du Frauen und Kinder verlieren willst. Wir werden kämpfen müssen und es wird Tote geben. Verdammt, bei den Göttern. Warum passiert das nur? Überleg mal, wie ich mich fühle. Ich sitze mit einem Haufen Schwächlinge fest. Es ist dir nicht egal, ich weiß es. Fäh, die Menschen sind eine schlimme Plage in der Welt als die Wüter. Eine schlimmere Plage in der Welt als die Wüter, soweit ich sehe. Es sind Gespräche wie dieses, auf denen unsere Freundschaft fußt, Eva. Du schläfst schlecht. Ewig steht die Sonne am endlos hellen Himmel. Bevor die anderen sich erheben, findest du dich wieder, wie du über lange, Kiefern bestandene Hügel blickst. Oha. Der Götterstein thront über dir. Ritwaldir blickt mit seinen riesigen Augen in die gleiche Richtung wie du. Wir haben Moral und Vorräte verloren. Eieiei. Wir werden den Stein noch einmal inspizieren. Der verwitterte Stein hat nicht viele Besucher. Er ist kaum ein Grund, so weit nach Osten zu reisen. Wenn Jäger hier vorbeikommen, bringen sie dem Gott bisweilen ein Opfer dar, jedoch eher aus Gewohnheit. Jetzt, da die Götter tot sind, Ritwaldir war der Gott der Jäger und der wilden Tiere. Gelegentlich wurde er gesichtet, wie er als Mensch oder als Wolf das Land durchstreifte. Auf Bildnissen ist er stets mit seinem schrecklichen Speer dargestellt. Du fragst dich, was er davon halten würde, seine Wälder voller Wüter zu wissen. Ein kleines Mädchen aus der Karawane kommt auf dich zu. Dies habe ich für dich gemacht, sagt sie und gibt dir eine grobe Halskette aus einem Zweig, den sie in der Nähe gefunden haben muss. Danke, dass du meine Mutter gerettet hast. Damit läuft sie zu ihrem Zelt zurück. Zurück bei deinem Zelt wächst du Alette, die sich bei dir einhakt, bis sie richtig wach ist. Schlechte Träume. Schließlich wird das Lager abgebrochen und ihr setzt den Weg nach Frostwell fort. Es fühlt sich eher an wie ein Ende, als wie ein Anfang. Wir haben eine Bjarkenrune bekommen. Götterstein, Ritwaldir. Wir ziehen weiter. Vier Vorräte haben wir nur noch, das ist nicht viel. Die Karawane kommt zum Stehen, als einige Männer auf dem Weg auftauchen. Sie legen ihre Waffen nieder. Wir haben gesehen, dass Wüter kommen, sagt einer. Den möchten wir nicht alleine begegnen. Wenn ihr erlaubt, dass wir mit euch ziehen, zeigen wir euch ein Wasserloch mit genügend Tieren, dass ihr eure Vorräte wieder auffüllen könnt. In der Karawane erhebt sich ein ablehnendes Gemurmel. Man hat Angst vor Fremden. Ja gut, brauchen wir mehr Mäuler. Wir haben aber gleichzeitig wahrscheinlich dann auch mehr Kämpfer und mehr Vorräte brauchen wir. Also deswegen werden wir ihnen gestatten, sich uns anzuschließen. Ja. Wenn ihr keinen Ärger macht, kommt mit, sagst du. Die Männer begeben sich vorsichtig in eure Reihen und erweisen sich bald als vertrauenswürdig. An einem versteckten Wasserloch in der Nähe gibt es tatsächlich so viele Tiere, dass ihr euch mit neuen Vorräten versorgen könnt. 12 Kämpfer, 5 Ansehen, 18 Vorräte. Sehr schön. Jetzt reicht's wieder für 8 Tage. Für 7 Tage. Und wir sollten gleich rasten. Während einer Pause
betrinkt sich einer der Männer und schüttet einem der Krieger seinen Met ins Gesicht. Eine Schlägerei entsteht. Diverse Faustschläge und ein Knochenbruch später wird der Tunichtgut Raffensvatre vor deine Füße geschleudert. Wütende Clanmitglieder verlangen Genugtuung. Raffensquatres persönliche Verteidigung beläuft sich auf unverständliches Gemurmel. Ja, was machen wir? Wie tickt er? Wir werden ihn fesseln, bis er nüchtern ist. Und dann sollten wir unbedingt rasten. Welche Taste das hier war? Ich glaube, das hier, ne? Du schnappst dir ein Seil und verschnürst den Lümmel. Ein paar Zuschauer bewerfen ihn mit Kleinkram, aber die meisten gehen nur lachend davon. Zufrieden, dass irgendeine Maßnahme ergriffen wurde. Lager. Sollten die Moral wieder ein bisschen erhöhen. So, hier haben wir Rasten. Verlassen. Training. Gucken wir uns mal unsere Helden an. Wir haben noch irgendeinen neuen Gegenstand bekommen. Genau, diese Rune. Deine Gegenstände werden am Ende der Liste angezeigt. Zieh die Gegenstände auf die Einheiten, die sie verwenden sollen. Gegenstände können nur von Einheiten mit der gleichen Stufe verwendet werden. Befördere deine Einheiten, damit sie höherstufige Gegenstände verwenden können. Klicke auf einen Gegenstand, um dich darüber zu informieren. So, und wir haben jetzt hier einen Stufe 2 Gegenstand, nämlich die Rune, die Bjarkenrune. Primitives Medaillon aus einem Ast des Baums über dem Götterstein Ritvaldir, versehen mit einer seltsamen Rune. Plus 15% Ausweichen. Stärke. Dann kriegt er das hier mal, denke ich. Rogue. Wunderbar. Dann können wir auch mal gucken, ob wir noch irgendwen aufsteigen können. Ah ne, es ging so, genau. Keine Punkte verfügbar. Hier können wir nicht. Hier. Otleif können wir befördern. Genau. Weiter. Und wir bestätigen, dass wir 5 Ansehenspunkte ausgeben wollen. Und jetzt können wir 2 Punkte verteilen. Wir können jetzt einmal den Schild auf Maximum setzen. Schild brechen wäre natürlich auch nett, wenn wir das auf 2 erhöhen. Das wäre auch eine sinnvolle Sache. Ja, das ist klar. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich setze das erstmal hier rein. Das wird das aufs... Machen wir so. Einmal Schildbrechen auf 2 und Stärke. Leben auf 2 ist, glaube ich, ganz gut. Okay. Dann wieder zurück und dann können wir rasten. Mal gestiegen. Gucken wir mal, wie die Moral ist. Kann ich die Moral irgendwo sehen? Durchschnittlich. Durchschnittliche Moral müsste das heißen. Okay, ja, werden wir weiter reisen, denn wir haben auch nur noch eine Versorgung für 6 Tage. Oder wir rasten nochmal einen Tag. Gucken, dachte ich, wir prügeln die Moral nochmal einmal nach oben. Moral gestiegen, immer noch durchschnittlicher, aber jetzt müssen wir weiter reisen. Nur noch 5 Tage. Die wir reisen können. Ist natürlich auch nicht mehr so viel. Als sie auf dem Weg nach Frostville ein kleines Dorf mit Betten und Nahrungsmitteln findet, ist die Erleichterung zum Greifen nahe. Die Dörfler sind schockiert über die Nachrichten, die er bringt, und diskutieren untereinander, während ihr in der Nähe das Lager aufschlagt. Ah, jetzt sind wir tatsächlich im Dorf. Hier können wir auf die Karte nochmal zugreifen. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Na, wir sind jetzt von Skogre, sind wir jetzt hier hin angelangt und wir müssen noch ein paar Tage reisen. Ich weiß nicht, ist vielleicht ein Punkt, ein Tag? Also, wir sind hier noch ein bisschen unterwegs. Gerade mal so viel zurückgelegt. Das ist schon was. Und
Dann gucken wir mal auf den Markt. Okay, hier können wir scheinbar Sachen kaufen und verkaufen. 34 ansehen. Ach, wir können ansehen, ausgeben, um uns Sachen zu holen. Hier können wir jetzt Gegenstände kaufen. Den Blindriss. Gut, aber das bringt uns noch nichts. Genauso wie der Svalinstaub, weil wir noch keine Stufe 3 oder 4 Personen haben. Zeremoniendolch, der üblicherweise am Körper verborgen wird und der Feinde gut überlegen lässt, wie nah sie herankommen. Minus 1 aggressiv. Okay, das wäre natürlich für unsere Bogenschütze nicht schlecht. Polsterte Unterjacke plus 1 Rüstung. Überlegen, ob wir hier vielleicht. Wir müssen. Okay, ein Ansehen bringt uns 6. Ach nee, wir können so Vorräte kaufen. Ah. Ein Ansehen bringt uns 3 Vorräte. So ist das. Hier steht ja auch Vorräte und hier steht Gegenstände. Ja. Sagen, kaufen wir nochmal 9 Vorräte erstmal. Oder machen wir noch ein bisschen mehr? Was für Ansehen brauchen wir denn? Vielleicht das Maximum sogar erstmal. Und Jule hätte ich ganz gerne. So, und jetzt haben wir ordentlich Ansehen ausgegeben. Bestätigen. Und das reicht dann auch erstmal wieder. Rasten müssen wir nicht. Das haben wir gerade erst eigentlich gemacht. Hier können wir dann nochmal Otlave das hier geben. Genau. Damit sie nicht so leicht oder nicht so schnell angegriffen wird, die ein bisschen Abstand halten. Das ist für eine Bogenschütze natürlich super. Gerade da sie nicht sonderlich viel Lebenspunkte hat. Okay. Und dann. Oder rasten wir doch nochmal. Da kommt ja eine Nacht, bleiben wir. Für 4 Vorräte. Und jetzt ist die Moral sogar gut. Perfekt. Und weiter geht's. Kurz hinter dem Dorf nähern sich 2 Männer ins Rot. Mein Name ist Hogun, sagt der eine. Und das ist mein Bruder Morgun. Viele aus dem Dorf möchten mit euch nach Frostwell gehen. Da eilt ein dritter Mann hinzu, der offensichtlich erbost ist. Halt den Mund, Hogun, schreit er. Was ist los? Diese Bastarde sprechen nicht für uns. Sie versuchen, das Dorf zu teilen, seit ihr angekommen seid. Stimmt, behaltet alle, die da bleiben und sterben wollen. Die anderen gehen mit den vernünftigen Leuten von Skonk. Ich lasse euch beide ja aufschlitzen, als das halbe Dorf weglaufen. Hinter dem wütenden Dörfler hat sich ein Mob von bewaffneten Schlägern zusammengerottet, der euch nervös und feindselig mustert. Ihr wisst beide, was mit den übrigen von uns geschieht, wenn wir die Felder aufgeben müssen. Niemand geht. Ja. Was machen wir damit? Ja, okay, wir sorgen also hier schon für Probleme innerhalb von Dörfern. Gut, das erste ist natürlich eine logische Sache. Wenn die Wüter eintreffen, könnt ihr die Felder sowieso vergessen. Das ist natürlich wahr. Aber wir gehen jetzt hier mal auf freie Meinungsäußerung. Lasst eure Leute selbst entscheiden. Das wird ihm natürlich überhaupt nicht gefallen. Wahrscheinlich wird er uns dann angreifen. Oder wir halten uns einfach raus. Lasst eure Leute selbst entscheiden. Wir dachten auch, dass das so läuft. Viele haben mir selbst gesagt, dass sie sich nicht von den Wütern erschlagen lassen wollen. Wüter, dass ich nicht lache. Ich weiß nicht, welcher Schwindel diesmal abläuft, Hogun, aber du hast 2 Möglichkeiten. Du gehst wieder in die Arbeit oder ich mache Hackfleisch aus dir. Was, Morgun, was meinst du? Es wäre nicht recht, wenn er nur mich fragen würde. Morgun zieht langsam die Axt. Hogun folgt seinem Beispiel. Die Brüder sind zwar selbstbewusst, aber erheblich in der Unterzahl. Ich glaube, ich bin kein guter Bauer. Macht das unter euch aus. Nicht einmischen. Wir werden uns können uns auf die Seite auf der Dörfler schlagen. Oder wir machen einen ausgeglichenen Kampf draus und schlagen uns auf die Seite der Brüder.
Tja, das ist natürlich jetzt die Frage. Im Grunde ist es uns egal, wir könnten es zum Kampf aus dem Weg gehen, uns raushalten, nicht einmischen, dann würden wahrscheinlich die beiden Brüder draufgehen. Aber im Grunde, ansonsten kriegen wir vielleicht die beiden Brüder mit dazu. Auf der Seite des Dorfes möchte ich mich eigentlich jetzt nicht schlagen. Setzt nach dem ersten, was ich gesagt habe, eigentlich auch raus. Ja, eins oder drei, ne? Hier nicht nochmal einen Würfel rumliegen? Ich dachte, ich hätte hier noch einen Würfel gehabt. Scheinbar nicht. Doch, da hinten. Ha. Dann würfeln wir das jetzt aus. Mag mich gerade nicht entscheiden. Zack. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir werden uns auf die Seite der Brüder schlagen. Iva tritt vor. Die Schläger zögern. Als du deine Axt nimmst, bemerkst du, dass Alette nicht zu sehen ist. Können wir hier noch Hogun und Mogun mit reintun. Sehr cool. Der eine hat ein bisschen mehr Schild, der andere hat ein bisschen mehr Stärke und Gesundheit. Dann auf geht's. Bereit. Okay, wir haben sie umzingelt. Vier Stück. Denke mal, wir können tatsächlich so starten. Ihn gegen drei. Die drei gegen eins. Ist natürlich auch die Frage, ob das so gut ist. Ich glaube, ich würde ihm ganz gerne hier nochmal Unterstützung geben durch ihn. Die müssen mit ihm klarkommen. Sie kann halt von der Seite dann kämpfen. Das ist gar nicht so schlecht. So, Rogue. Ein bisschen Abstand halten ist natürlich gut. Können wir ihn hier schon treffen? Nee, wir müssen noch einen müssen wir noch ran. Okay, dann bewegen wir uns. Um einen nach vorne. Jetzt können wir hier direkt abfeuern. Vier Schaden ist super. Setzt sogar gleich zwei Initiative ein. Minus vier Schildbrecher ist natürlich heftig. Wir werden den Rambock jetzt hier auf ihn machen, denke ich. Ja, zurückstoßen. Und Rüstungsschaden. Gut. Was hat sie für eine Reichweite? Okay, auch so, dass sie ein Feld nur nach vorne gehen muss. Gehen wir auch nur ein Feld nach vorne, wenn wir nur ein Feld nach vorne müssen. Und wir werden den Schildbrecher auf jeden Fall machen und setzen auch nochmal eine Initiative dafür ein. 10 Schild ist schon nicht ohne. Hey, hey, hallo? Ist mal gut hier. Okay, das hat ganz schön reingehauen. Mist. Hogun, was kannst du? Blutflegel. Eine Schlagserie. Die einzelnen Schläge bewirken nach Zufall entweder Stärke. Okay, das ist das, was der eben gemacht hat. Ja. Das können wir gerne erwidern. Okay, den hätte ich echt gerne. Na, ganz gut, dass wir uns auf die Seite hier geschlagen haben. So, der hier. Was hatte der für einen Angriff? Gehört immer nur so ein, beziehungsweise auch den. Oh, der hat auch den Blutflegel. Okay, das finde ich cool. Ja, müssen wir jetzt hier ran. Hilft nichts, müssen wir eine Initiative ausgeben und dann den Blutflegel machen. Das ist echt gut. So. Wieder zur Seite. Können wir nämlich ihn angreifen. 6. Perfekt. Dann ist der auch fast weg. So, mit ihm gehen wir jetzt hier ran, würde ich sagen, dass wir ihn hier ordentlich mal behaken. Wobei, ist der auch gleich dran? Ist das? Der ist dran. Ah, dann hätte ich eigentlich... Egal, wir werden jetzt hier angreifen.
5. 5 ist gut. So, die Frage ist, dann können wir ihn jetzt hier eigentlich besiegen. Ja, das passt genau. Das ist dieses Feld. Beziehungsweise wir gehen mal nach da. 3 Schaden, perfekt. Dann ist der schon mal weg. Und wir kriegen wieder ein Ansehen dazu. Oh, sieht bei ihm aber gar nicht gut aus gerade. Dann werden wir hier nochmal den Blutflegel machen und hoffen. Yes. Auch er bekommt ein Ansehen. Oh, der hat nur noch einen Lebenspunkt. Oh, das ist nicht gut. Der steht zu sehr unter Beschuss. Dann müssen wir hier einmal weg, fürchte ich. Beenden. Dass er uns hier nicht stirbt. Okay, bringt nichts. Okay, einen konnten wir schon mal nicht retten. Schade. Markierung bewirkt Rüstungsschaden. Ja, das war das. Ah, ja, genau. 4 und dann geben wir einen aus und dann ist der schon mal weg. Ist schade, dass wir hier einen verloren haben. Gut, und er ist jetzt auch zu weit weg. Da müssen wir jetzt ein bisschen hinlaufen. Zug beenden. Sie erstmal wieder ein bisschen auf Abstand. Und Angriff. Ja, machen wir das Schild weg. Die anderen dann gleich mehr Schaden machen. Ja, näher ran. Mit ihm können wir es gleich hoffentlich beenden.7. Perfekt. Geschafft. Feinde, die tot zu deinen Füßen liegen. Erfolg, Drescher, besiege einen Feind mit einem Drescher. Beförderung. Rook ist bereit für eine Beförderung. Morgun wurde im Kampf verletzt. Und wir bekommen 6 Ansehen wieder dazu. Und weiter geht's. Die Brüder danken dir mit breitem Grinsen. Bald haben sich viele der Dörfler eurer Karawane angeschlossen. Du suchst nervös nach Alette, die zu Kampfbeginn auf dem Blickfeld verschwunden ist. Schließlich findest du sie auf einem Beobachtungsposten weiter weg. Hogun kehrt zurück und stellt dir Frau und Sohn vor. Bald brecht ihr wieder auf. Das werden wir in der nächsten Folge tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.